So, und da bin ich auch wieder. Und es ist schon wieder Nacht. Ich krieg's auch immerhin, immer nachts wieder aufzutauchen. Aber mal gucken. Wir müssten eigentlich schon ein paar Ressourcen haben, sodass wir vielleicht auch noch ein paar Fackeln bauen können. Wir haben jetzt ein bisschen Harz gesammelt, auch unterwegs. Damit es hier nicht mehr so dunkel ist, sagen wir mal so. Meine Hütte ist echt mir viel zu dunkel. So, auch einmal kurz hier. Was brauchen wir noch? Oh, wir können Hake bauen. Holzscheite, Garn und Stein. Greifhaken haben wir ja. Lichtquellen. Dafür brauchen wir Harz, Holzscheite, Stoffwechsel. Bleiben wir mal im Baumenü und gucken hier nochmal. So, erst einmal alles, was hier ist, rüberlagern. Das wieder zu uns rüber. Das. Und das. Ich glaube, eine Fackel können wir bauen. Ja, eine. Ich fange mal hier an. Hier brauchen wir auch mal Licht. Ja, neben der Tür. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen an Harz kommen. Ja, da war Harz. Zwei Harz schon mal. Perfekt. Wir brauchen aber mehr. Bitte hat der auch Harz. Nein, der hatte kein Harz. Der hatte Harz. Perfekt. Nochmal zwei. Also noch eine Fackel. Ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt mit so viel Holz machen soll. Und so vielen Ästen. Erstmal. Na komm. Zum Honig geht auch klar. So. Kann ich nicht irgendwie ein Werkzeug irgendwie bauen oder sowas, womit ich vom Baum einfach hart abziehe? Fände ich nämlich schön. Keine Ausdauer mehr. Ja, komm. Sechs Harz. Da. Zwei Fackeln können wir bauen.
Ich finde es heftig, wie selten Harz eigentlich ist. So, kurz abwarten. Machen wir mal den großen jetzt. Hat auch kein Harz, schade. Ja, noch 4 Harz würde mir schon reichen fürs Erste. Wir bauen schon mal die nächsten zwei. So, 1, 2. Mal tauschen. Ich glaube, das packen wir mal hier hin. Im Bereich Schlafzimmer wäre gut. Packen wir den mal hier hin. So. Nochmal neu sortieren. Das brauchen wir nicht. Hier Lebensmittelkiste. Komm, Mais muss auch rüber. Ach, das wird fürs Erste reichen. So, was haben wir dann jetzt noch für Quests? Tagen. Wir haben 7 Quests. Zusammen stärker. Jägerin kann sich ändern, wo eine weitere Krypta der Erbauer steht. Sie glaubt, dass sie darin ein weiterer schlafender Überlebender befindet. Diesen Überlebenden zu bergen, könnte die Nahrungsproduktion und den Anbau fördern. Oh ja! Wo? Da. Krypta der Bauer, Bäuerin. Okay, dann wollen wir mal dahin. Essen wir mal ein gegrilltes Fleisch. Na komm her, Wolfi. Ich glaube, wir müssen trotzdem durchs Miasma, um da hinzukommen. Ich glaube, wir müssen da durch. Hoppala. Oder? Suchen nach einem verborgenen Gräber, können wir auch machen. Ist ja auf dem Weg. Gehen wir da mal hin. Auf dem Weg können wir ja einige Quests dann auch noch mitnehmen.
So. Und wenn wir Ackerbau betreiben können, das wäre schon mal super. Für den Anfang. Ah, da sind Wölfe. Aber Stufe 1 Wölfe, gehe ich mal von aus. Ja, Stufe 1. Können uns nichts anhaben. Die sind auch wieder da. So. Metallschrott, perfekt. Nice. Sonst ist hier keiner mehr. Okay. Wollen wir weiter. Okay, wir sind hier auf der... Okay, wir müssen unten lang. Gehe ich mal von aus. Und holen uns die Bäuerin. Ah, da sind Stufe 5 Wölfe. Okay, das wäre so oder so das Gebiet, wo wir hätten hin müssen sollen, wenn hier Stufe 5 alles ist. Wir sind ja Stufe 5, oder? Sind wir Stufe 5? Stufe 5. Einfach über dem Boden bleiben. Ich feiere das. Schön erstmal durchs Miasma-Gebiet. Wo kommen die jetzt her? Die Wölfe habe ich jetzt hier nicht erwartet. Ich hätte doch nach oben gemusst. Okay, ich muss nicht durchs Miasma. Okay, dann gehen wir nochmal hoch und gehen die Straße oben entlang. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, ich muss unten rum durchs Miasma laufen. Ich glaube, da war der Weg, ja? War hier der Weg? Ja, hier war der andere Weg, genau. Ja, genau, da, wo wir abgerissen hatten. Da müssen wir hier entlang. Ach, hier ist sogar ein Feldweg. Ich glaube, wir müssen zu der Hütte, kann das sein? Geht sogar runter.
Versteckter Grabeingang. Jetzt bin ich neugierig. Was gibt's denn hier? Untote auf jeden Fall. Ne, Spinnen. Vergiftet. Ach, da war noch einer. Blaue Lava. So, was gibt's hier? Knochenblock. Boah, wie geil. Wie geil. Warte, den Weg waren wir, dann gehen wir mal den anderen Weg. Boah, man kann Knochenblöcke bauen. Gibt's hier noch was? Boah, ich feier das gerade. So, dann geht's hier wieder hoch. Dann haben wir das schon mal. Boah, ich freue mich echt schon drauf, mit den Knochenblöcken zu bauen. So, gucken wir nochmal auf die Map. Da haben wir noch Schrein der Flamme. Schrein der Flamme. Was haben wir hier? Noch ein Fragezeichen. Salzquell. Noch ein Fragezeichen. Noch ein Schrein der Flamme. Was haben wir hier? Krypta der Erbauer Schreiner. Warum ist der hier eigentlich abgeschlossen, Schrein der Flamme? Was können wir mit denen machen? Salzminenstandort? Noch Fragezeichen. Na, kommt, nicht ruckeln, nicht ruckeln. So, Obeliskenforschung. Südliche Karawane. Noch eine Obeliskenforschung. Mal alles mit. Ah, die Hütte. Ich glaube, die kennen wir. Von vorhin noch, irgendwann. Stufe 7 Gebiet. Na super. Farntal haben wir gefunden. Ah. Und da ist noch ein Elixierbrunnen. Ich muss jetzt aber weiter Richtung Norden an denen vorbei. Wenn die Stufe 7 sind, schaffe ich die glaube ich noch nicht. Auch wenn es da was zu lesen gibt. Aber ich will trotzdem die Bauern schon mal haben. Also das ist safe, das da vorne das Gebäude. Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe, wenn das auch Level 7 Wölfe sind. Jetzt hör auf zu sprinten. Komm ich hier hoch? Hier. Okay, welche Gegnertypen sind hier dann vertreten?
Okay, bis jetzt noch gar keiner. Krypta der Erbauer Bäuerin. Hier so einfach durch? Nein. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Und das sah schon nach einem anderen Weg aus. Aha. Wo geht's da lang? Okay, hier geht schon los. Ja, ich dachte schon. Okay, haben wir geschafft. Hier angegriffen? Lungert hier irgendwas rum? Ich höre Klingen auf jeden Fall. Da ist noch nicht offen. Ah, eine von drei habe ich schon auf. Okay. Hier muss es irgendwo noch einen dritten Knopf geben. Nur die Frage, wo? Ah! Nein! Nein! Ich glaube hier entlang. Nee. Entlang. Oder? Hier ist eine Geheimtür. Ah. Ring der Gesundheit. Perfekt. Warte mal, dann ausrüsten. Das ist dann. Warte mal, dann machen wir das. So, dann kann der hier weg. Haben wir hier in dem Bereich schon alles? Oder? Ach, hier kommen wir hoch. Da waren wir. Wo geht's denn weiter? Okay, das ist derselbe Weg von gerade eben. Also ein von drei haben wir. Ah, da sind zwei. Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir weiterkommen. Einfach mal die Augen aufmachen.
So. Und so. Ah, okay, diesen jetzt aus. Hat das mit dem Knopf zu tun gehabt? Ich glaube schon. Könnte sein. Könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Hier gibt es nichts, was weiterführt. Ja. Und die Ausdauer hatte gereicht. Perfekt. Hier ist der nächste Knopf. Müsste da jetzt der zweite leuchten? Können wir das von hier aus sehen? Ja. Da schaut man nicht. Ich gehe nach oben. So, mal gucken, was es hier sonst so gibt. Hier gibt es nichts. Draußen vielleicht? Ja, hier gibt es eine Truhe. Perfekt. So, Heiltrank. Ich glaube, ich sehe jetzt nicht, wo es weitergeht. Und hier kamen wir. Wir gehen einfach hier entlang. Wird schon richtig sein. Krypta der Bauer, Bäuerin. Ja, hier sind wir richtig. Ich habe keinen Schaden bekommen, obwohl ich auf den Stacheln gelandet bin. So, alle drei sind aktiviert. So, gibt es noch eine Truhe? Ja, da gibt es noch eine Truhe. Perfekt. Waldlangbogen Stufe 7. So, ausrüsten. Und das hier dann zerlegen. Aber sonst gab es hier, glaube ich, nichts mehr weiter in den beiden Richtungen. Aber hier gab es noch eine Warte. Ja, hier gab es noch eine Truhe. Nehmen wir auch alles mit. Pfeile kann man immer gebrauchen. Mir erstmal Überlebenstrank. Für wie viele Minuten ist dieses erstmal Überlebenskrank da? Okay, hier gibt es sonst nichts. Gehen wir wieder zurück. Und holen uns die Bäuerin. Erstmal, hier geht es sogar noch nach oben. Gucken wir erstmal oben. Vielleicht ist hier noch was versteckt. Es geht noch auf die andere Seite rüber. Aha, ja. Windholz-Kurzbogen. Episch, aber... nicht gerade von
von Kräften her, was ich mir erwünscht habe. Push Setzling plus 5 unter Saatbild. Okay. Können wir wieder gehen. Warum muss es jetzt ausgerechnet dunkel sein? Das ist der Turm, den wir aktiviert haben. Die anderen sind nicht aktiviert. Deswegen leuchtet er jetzt so. Der ist ja genau geradeaus von uns. Das ist, genau, Schrein der Flammen. Ah, okay, perfekt. Also jeden Schrein der Flamme einmal irgendwie aktivieren. Wir haben ja genau vor uns irgendwo auch noch einen. Auf dem Weg. Warte mal, den kann ich doch mal markieren, ne? Stufe 7 natürlich. Hat er Schrott dabei? Ne, aber drei Runendinger. So, nehmen wir auch mit. Da sind jetzt ein bisschen viele und der ist in den Boden geglitscht. Autsch, der hat mich trotzdem noch erwischt. Au. So, alle erledigt. Bis auf den da. Ich wusste nicht, wie ich ihn sonst da irgendwie erledigen könnte. Der steckte da fest. Sonst liegt hier keiner mehr. Stein brauche ich jetzt nicht. Da sind wieder welche. Ist das jetzt oben oder unten? Schrein der Flamme. Ich glaube, das ist vielleicht da oben. Fahntal. Hier muss ich dran vorbei. Mit denen lege ich mich jetzt aber trotzdem noch nicht an. Ich glaube, von der Seite komme ich aber nicht hoch. Ich glaube, ich muss die andere Seite nehmen. Ich muss wirklich an denen vorbeirennen. Ah, da. Das ist es. Schrein der Flamme. Ein Funken eingesammelt. Dafür sind sie da. Aha, okay. Der ist jetzt eingesammelt. Dann den. Was ist das? Versteckter Grabeingang. Okay. Dann holen wir uns den auch noch. Ah, komm. Hierfür gehen wir durchs Miasma. Überleben wir wohl. Das Ding soll nicht explodieren, bitte.
Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier wieder raus? Okay, wir sind draußen. Ah, okay, wir müssen da hoch. Dafür müssen wir da hoch, für diesen Funken. So, da leuchtet auch was. Was leuchtet denn da rot? Wie kommen wir da hoch? Kann man irgendwie so einen Flügelschlag freischalten? Komm, ich will da hoch. Ne, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Da kommt man nicht hoch. Dann egal, lassen wir das. So, hier haben wir aber noch was. Kleine Feuersteinmine. Hi, hi Oldcoin. Alles klar bei dir? Okay, nehmen wir das dann auf dem Weg. Was war das hier nochmal? Hochweidenwarte. Ja, heute haben wir es ordentlich mit der Ausdauer. So, ist die Heli übrigens eigentlich immer noch am Stream? Weil ich am Überlegen war, eventuell in... Ich hab mich enorm verwirrt. Ne, ich wollte eigentlich eventuell so um 1 oder so zu ihr rüber. Und falls sie da noch live ist, warum nicht? Dann zu ihr rüber gehen. Wie habe ich, womit habe ich dich jetzt enorm verwirrt? Wenn du verwirrt bist wegen jetzt Enshrouded, weil ich gesagt hatte, irgendwie, ich sag mal so, was Enshrouded angeht, ich war auch erstmal verwirrt, wusste nicht, wie ich das dann jetzt machen sollte und so, weil ich hatte es anders geplant gehabt als, jetzt die... Ah, okay. Du hast mich und sie parallel laufen. Okay. Ja, alles gut. Du kannst hier gerne auch weiterhin lurken. Habe ich kein Problem mit. So. Ah, du zockst selber. Mich hast du mit. Ah, okay. Okay, alles gut. Zockst du selber Enshrouded oder zockst du was anderes? Okay, hier sind wir in Stufe 3. So. Okay, hier haben wir dann das nächste Feuer. Ach so, okay, ja, wegen der Musik. Ja, ich mache heute auch aktuell ein bisschen mehr Pausen, sag mal so, weil ich das ja auch parallel für YouTube jetzt aufnehme. Und so mache ich dann irgendwie auch immer wieder Pausen und dann bei den Pausen beende ich die Aufnahme. Lass den Stream zwar noch an, aber die Aufnahme beende ich dann. Warte, wo will ich jetzt hin? Den haben wir ja auch eingesammelt. Da will ich hin. Machen wir als Wegpunkt. Das heißt, ich muss darum. Oh! Was haben wir denn da? Kommen wir da hin?
müssen jetzt ganz kurz überlegen, wie kommen wir da hin? Es muss doch einen Weg dahin geben. Ah, es wird hell. Okay. Ich hoffe, das reicht. Okay. Ein Versuch war es wert. Jetzt erstmal in den Miasma reingefallen. Kann mal passieren. Kann mal passieren. Ah, hier sind wir wieder. Okay, perfekt. Hier ist aber kein Monster mehr da. Ja, für mich sind das Monster. War das ein Gewitter? Haben wir noch nichts. Was sind hier? Nee, den möchte ich nicht. Ich finde schade, dass ich noch keine Rucksackerweiterung habe. Aber immerhin Knochenblöcke. Ich feiere das, dass wir die Dinger jetzt haben. Ein Block aus blassen Rippen und Schädelknochen. Sein Elfenbeinkleid schmückt Gräber und Tempel gleichermaßen. Ich freue mich schon, damit zu bauen. So, Bäuerin, Wertbar. Saatbeet, Farmboden. Oh, wie geil. Wertbank, was haben wir hier jetzt Neues freigeschaltet? Ich sehe nichts Neues. Schleifsteine, Knochenmehl. Trockengestell, getrocknetes Fell. Nachdem das Tierfell auf dem Trockengestell getrocknet wurde, wird es stabiler und haltbar. Ah! Kohlebrennofen, nichts Neues, Saatbeet. Früchte, Buschsetzling, roter Pilzsetzling. Auch wie nice. Ja, wir können hier dann Ackerbau betreiben. Na, ich muss meine Baukünste hier definitiv noch verbessern. So. Alter aufwerten. Erstmal sehen, ne? Stärke der Flammen. Punkten 2 von... Oh. Wir hätten 5 gebraucht. Ja gut, dann halt noch nicht. So. Da, Emily Frey, die Bäuerin. So, sprechen wir aber erstmal mit ihr. Lorne Handspindel. Schutzkomfortstufe 7. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickicht verloren. In der Nähe von Westcott, als ich rastete. Warte nicht länger. Ich halte dir den Rücken frei. Was macht sie? Die Welt öffnet sich.
Du tust das Flammenblut. Du heilst die Hochwahrheit. Aber unsere Welt ist riesig, glaub mir. Ich habe sie schon oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt weiter öffnen. Wir sind alle bei dir. Ich würde aber trotzdem erstmal die Sachen einlagern wollen. So. Und hier nochmal. So. Habe ich für hier irgendwas? Nö. Ich hätte das eigentlich auch mit hier reinpacken können. So, die Dinger können wir löschen. Die nutzen wir nicht. Zerlegen. Löschen. Die packe ich auch mal hier rein. Warte mal. So. Baublöcke haben wir hier. Packen wir die auch hier mit rein. Die Knochenblöcke. Wir werden damit definitiv noch mal bauen. So. Wir haben aber hier noch eine Quest. Und oder komm, wir machen zuerst das hier. Scheint ja mitten scheint ja näher zu sein. Ich glaube, dafür müssen wir einfach nur hier entlang. Oh, unsere Sachen reparieren. Falsches Ding, das hier. Aber ich finde es gut, dass das ohne Verbrauch hier die Sachen repariert. Also, dass es nicht einfach so mitnimmt. Klar, ich hätte irgendwie viel, viel lieber, dass ich aktiv was dafür tun muss, damit es repariert wird. Aber besser so, als dass es dann einfach random die Sachen wegnimmt, die man im Inventar hat. Also. Aus. Hier ist ja noch einer. So. Was war's mit den süßen Wölfen? Lag hier nicht noch einer? Da. Upsi. Hier hoch? Ja, geil. Was haben wir denn da? Oh, hier geht's auch noch zum Schrein der Flammen. Warte, den nehmen wir mit. Eine Wolfshöhle. Cool. Feier ich ein bisschen. Und hier gibt's Mais. Warte mal. Die Richtung. Ja. Dieser Weg ist richtig.
Hier müsste das irgendwo sein. Kann es sein, dass es das da ist? Ne, es ist das da. Schrein der Flamme. Ich sammel die jetzt einfach alle ein. Was ist denn das da hinten eigentlich? Es ist nicht markiert. Aber ist es in Fels gebaut und sieht mega aus. Kann ich da schon rein? Was ist denn das? Ich glaube, hier können das ist später erst relevant oder so. Noch ist es für uns unbekannt. Petra? Wer ist Petra jetzt? Ich habe gerade keine Ahnung, wer Petra ist, wenn wir Petra entdeckt haben. Eine Stätte in Jordanien. Und das ähnelt dem? Oh, kenne ich eigentlich gar nicht. Muss ich mir mal ansehen. Auf jeden Fall, wenn es so aussieht. So, muss ich runter? Ja, ich muss runter ins Meer erstmal. Da ist sehr viel Lava. Nee, nicht Lava. So. Das Miasma haben wir besiegt. Okay, hier. Nicht ganz. Okay. Ach nee, die Spinne wieder. Die Kabelviecher. So. Aber es verschwindet nicht ganz. So. Krypta der Bauer Schreiner. Jo! Okay, das rote Miasma ist gefährlicher als die Lava hier. Morvena haben wir erreicht. So, was gibt's denn hier? Plündern. Feldfetzen. Und Pflanzenfaser. Und Garn.
können wir schlafen. Ja, aber mehr Besonderheiten gibt es hier jetzt nicht. Schade. Unten vielleicht? Nägel. Immerhin. Und getrocknete lila Beere. Und Metallschrott. Perfekt. Okay, hier sind noch mehr Wölfe. Da oben. So, was haben wir hier? Durchsuchen. Nehmen wir mit. Erledigt. Perfekt. So gehört sich das. Alter. Schreck mich nicht, Spinne. Da geht's doch irgendwie weiter. Jo. Ich hatte irgendwie gehofft, dass hier mehr ist. Na, wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Gehen wir weiter. Okay, nach oben müssen wir. Cool, was haben wir hier? Noch so ein Feuerding. Im Miasma. Aber wir gehen den Weg entlang. Aber ich frage mich aber immer noch, kann man das Miasma hier komplett verdrängen? Ausgebieten. Und dann alles wieder grün werden lassen. Und wenn das möglich ist, kann man es auch umdrehen. Dass man quasi alles mit Miasma voll macht. Ich finde beides nämlich mega cool, wenn man beides machen könnte. Ich habe denselben Fehler wie hier letztens mit Bäumen gerade. Dass sie ein bisschen weiter weg dann irgendwie ganz komisch aussehen. Ah, okay, da hinten haben die Funken gefangen. Niederauenwarte. Die haben wir erreicht. Okay.
Aber das war jetzt nicht das, wo ich hin wollte. Glaube ich. Ich wollte eigentlich zu der Markierung da hinten. So.